Atmest du auch? Ja. Okay. Also ich nicht. Ich halte die Luft an. Sie hat ihn für heute Abend gebucht. Alex kommt ins Haus. Eine Stunde haben sie jetzt zusammen. Die Angst zu nehmen ist das Entscheidende. Warum sie die Angst haben, weiß ich nicht. Es könnte mit natürlich daran liegen, dass sie sich beobachtet fühlen, wenn sie in der Tanzschule sind, zwischen den ganzen anderen Leuten. Außerdem habe ich ja im Moment keinen Partner. Das finde ich jetzt auch nicht so ganz angenehm, denn da irgendwie alleine zu sitzen, vielleicht keinen abzukriegen. So habe ich den Alex gebucht und weiß, der ist jetzt für mich da. Claudia darf sich die Tänze aussuchen. Alex bringt ihr das bei, was sie noch nicht kann. Claudia hat schon mal getanzt, das ist lange her, aber die Grundschritte kann sie schon. In 20 Minuten muss der mobile Tanzlehrer pünktlich in Winterhude sein. Danach warten noch zwei Schüler in Eppendorf. Ich habe von jungen Leuten bis älteren Pärchen, Kindergeburtstage, große Gruppen in Turnhallen, Großraumbüros, die anfragen, die schieben mir dann die Schreibtische zur Seite. Und dann tanzen wir dann in den Büros. Aber die Hauptzielgruppe sind schon 30- bis 45-Jährige, die natürlich heiraten. Tanzlehrer ist Alex nur abends. Hier ist Alex, der Tanzlehrer. Tagsüber arbeitet er als Inneneinrichter. Guten Abend. Hi, Alex. Alex, hi. Hallo. Alex Wetter. Also wenn es euch nichts ausmacht, ziehen wir mal eben unsere Schuhe aus. Alles klar. Ja? Man fühlt sich einfach ein bisschen besser und sicherer. Man hat nicht so eine Angst. Okay. Ja? Das war irgendwie auf einer Hochzeit, auf der wir waren, vor ein paar Jahren mal, ne? Glaube ich. Da haben eben ganz unheimlich viele getanzt. Und auch eben zusammen getanzt, so wie wir das jetzt eben gerade lernen wollen. Und wir konnten eben halt nur diese klassischen, ja, auseinander Disco tanzen. Wir konnten ein bisschen zappeln. Ja, macht nichts. Eine Stunde bei Alex kostet 80 Euro. Paare zahlen 70 Euro, weil die ja miteinander tanzen. Eins, zwei. Die meisten brauchen 2 bis 4 Stunden. Danach haben sie die wichtigsten Schritte für mehrere Tänze drauf. Wenn ich jetzt ein Hochzeitspaar habe, die auf der Hochzeit sind und einen Wiener Walzer tanzen und die Gäste sagen, ach guck mal süß, haben sie gestern noch schnell gelernt. Also das darf so nicht sein. Das soll so sein, als wenn sie mich gar nicht gebucht hätten und schon immer in ihrem ganzen Leben so tanzen. Bis 2001 hat er noch an Tanzschulen unterrichtet. 3 Paare haben mich gefragt, Alex, sag mal, kannst du eigentlich auch zu uns nach Hause kommen? Da habe ich gesagt, ja, zum Essen? Nee, zum Tanzen. Ist so, alles klar. Ja, probieren wir das mal aus. Das ist mittlerweile 10 Jahre her. Ich war bei diesen 3 Paaren zu Hause und habe mit denen eine Stunde mal getanzt. Und irgendwann war es dann so weit, dass wir dann insgesamt 3 Jahre lang getanzt haben. Und da habe ich gesagt, Mensch, keine schlechte Idee. Habe mir dann relativ schnell eine Seite gebaut, eine Internetseite gebaut und es hat sofort eingeschlagen. Aber tanzen könnt ihr ja schon, nur Tango halt noch nicht. Kerstin und Olli kennen Alex schon länger. Sie buchen ihn immer mal wieder. 2, schnell, schnell, Pause, schnell, schnell, Pause. Die beiden sind keine Anfänger. Zur Erschwernis spielt Alex den Schattentänzer. Entschuldigung. Ja, Marvin. Ja. Ja. Ist das Ihre Frau? Ja? Oder hatten Sie die vorher auch schon? Tanzflächen sind schließlich selten leer. Darum bin ich halt so verrückt und fahre noch nach meiner normalen Arbeit, nach 8 Stunden noch zu den Leuten raus, weil es einfach Spaß macht. Und 1. Bei den meisten wird erst einmal eine Flasche Wein aufgemacht und geklönt. Nach ein paar Minuten trauen sich dann auch die mit den linken Füßen aufs Parkett. Denn tanzen kann laut Alex jeder. 2, 3, 4, 5, weiter.